herzliches Glück auf aus dem Zoo der Minis in Aue. Hinter mir sind die chinesischen Baumhörnchen, auch Zwergstreifenhörnchen, die wir hier im Zoo beheimatet haben. Und wir wollen sie natürlich nicht nur von hier draußen sehen, sondern wir gehen mal ins Gehege und schauen, ob wir den Snack anbieten können. Kommen Sie mal mit. So, wir sind jetzt im Gehege angekommen bei den kleinen flinken Kerlchen und natürlich auch Mädels. Man sieht hier um mich herum, ist es ganz schön Action. Die sind also ja sehr aktiv. Das sind tagaktive Tiere aus Südostasien. Die kommen von China bis runter nach Myanmar vor. Und die bewohnen dort Wälder, im Eigentlichen alles Mögliche, was anfällt. Also lichtere Wälder, teilweise auch nur im Buschbestand, oftmals aber auch tropische oder subtropische Regenwälder, in denen die also zu Hause sind. Dort sind die also dafür bekannt, sehr weit oben zu wohnen. Ja, die gehen so gut wie nie auf den Boden. Hier bei uns ist es schon so, dass sie mal drüber rennen. Aber im Normalfall wohnen die also in den obersten Etagen des Waldes. Die Tiere ernähren sich vorrangig von Sämereien, von Pflanzenbestandteilen. Man sieht das auch im Gehege hinter mir. Wir geben denen also regelmäßig frische grüne Äste, an denen die auch ja, sehr intensiv rumnagen, zu unserem Leidwesen, denn die sehen dann sehr schnell sehr traurig aus. Und auch Insekten stehen auf dem Speiseplan. Ich habe auch mal Walnüsse mitgebracht, so als kleines Leckerli. Wir können ja mal probieren. Zack. Jawohl. Ja, also so Nüsse, Insekten, damit kann man die also super ja, belohnen, sage ich mal. Die kriegen dann immer mal so als kleinen Leckerbissen eben sowas von uns gereicht. Die Tiere leben in ja, lockeren Gruppen. Hier sind also einige drin. Man sieht das ja um mich herum. Zweimal im Jahr gibt es auch Nachwuchs. Das merken wir immer recht spät, denn die haben in freier Natur bewohnen die eigentlich alte Baumhöhlen. Hier ist es so, dass die also überall im Gehege so Kisten aufgehängt haben, im Innen- wie im Außenbereich. Und da werfen die dann ihre Jungtiere drin, sind meist 2 bis 3 Stück. Und wir schauen natürlich immer regelmäßig in die Kisten, aber nicht jeden Tag. Und so kommt es also vor, dass die dann schon ein paar Tage alt sind, wenn wir die Jungtiere sehen. Ansonsten vielleicht noch sehr interessant zu den Hörnchen, die wir hier sehen, die Rückenzeichnung. Die ist nicht von ungefähr, sondern die dient dazu, wenn die Hörnchen ja, vor Gefahr sich verstecken wollen, wenn die sich tarnen wollen, dann sitzen die ganz ruhig am Baum, bewegen sich nicht. Und man sieht dann also durch die Streifen auf der Rinde die Tiere so gut wie gar nicht mehr. Die verschwimmen praktisch mit der Umgebung. Bei uns hier ist das natürlich nicht ganz so hilfreich, aber man sieht ja, die müssen sich auch nicht tarnen. Die bewegen sich hier wild, die sind sehr aktiv. Ja, und ich denke, denen geht es ja auch super gut. Damit verabschiede ich mich aus dem Zoo der Minis in Aue. Bis bald, und die kriegen natürlich jetzt noch einen kleinen Imbiss.